nachdem ihr nun hinten den Motor eingebaut habt, tauscht ihr nun den Controller aus. Bis dazu die zwei Schrauben an der Unterseite. Und schraubt damit den Controller ab. Wenn ihr die Schrauben gelöst habt, könnt ihr den Controller rausziehen. Löst nun die Verbindung vom Akku und die Stecker an der Kabelbox. Nun könnt ihr den Controller mit dem Motorkabel rausziehen. Führt nun das Motorkabel von hinten an der linken Seite an der Außen im Gehäuse lang. Wenn ihr von innen in das Batteriefach reinschaut, seht ihr eine kleine Öffnung, wo ihr das Kabel durchführen müsst. Gerade pausiert, ne? Das muss jetzt nichts machen. Als nächstes könnt ihr nun den Kabelschuh auf die Drähte ziehen. Achtet darauf, dass die Farben an den richtigen Positionen sind. Alle Farben sind soweit gleich, außer dass der orangene bei dem neuen Motor ein roter ist. Nachdem ihr den Kabelschuh aufgezogen habt, könnt ihr nun den Controller dort anschließen. Achtet auch beim Anschließen des Motors darauf, dass die Drahtfarben übereinstimmen. Thank you.
Nun könnt ihr den Adapter anschließen. Dabei habt ihr einmal den langen Teil. Den schließt ihr wieder an der Kabelbox an. Und die andere Seite am Motor. Dabei habt ihr einmal den langen schwarzen Stecker. Den verbindet ihr mit dem vom Controller. Dann einen weißen. Findet ihr auch am Controller. Und noch einen roten. Am Adapter habt ihr noch zwei schwarze Kabel. Die könnt ihr verbinden. Dann habt ihr normale 20 km/h oder trennen, dann fahrt ihr 25. Nachdem ihr die Kabel angeschlossen habt, könnt ihr nun den Controller wieder festschrauben. Eventuell müsst ihr die Löcher noch etwas vergrößern. Als letztes müsst ihr nun im Display noch die Parameter umstellen. Dafür geht ihr erst ins Menü, haltet dafür beide Tasten gedrückt, gebt den Code ein, 1500, und bestätigt diesen. Danach geht ihr auf P2 und stellt dort den Parameter auf 30. Als nächstes geht ihr auf P3 und stellt dort den Parameter auf 0. Nun könnt ihr kurz warten, bis ihr aus dem Menü von selbst rausgeht und könnt danach den Scooter benutzen. Kleine Korrektur noch, ich meinte selbstverständlich 55 km/h, nicht 25 km/h.